Sulla, wir spielen Anno 1800 und der Chat auf Twitch, wir zeichnen auch für YouTube, ruft mir zu, ich sollte ganz schnell handeln, es gäbe irgendwo ein Problem mit der Zeitung und ich müsse ganz... Das musste jetzt in Druck gehen. Habt ihr das gesehen? In dem Augenblick, wo es von einer Sekunde auf null runterging, einfach nur, weil ich noch kurz vorher gesagt habe, liebe Leute, an Moderation, bla bla. Und das bedeutet, achtet mal links oben auf die Zahlen. Dunkelrot. Dunkelrot. Wir müssen jetzt viele Minuten mit einer furchterregenden Bilanz leben. Und überleben. Wie gut ist uns ein kleines Konto angespart haben. Boah, ist das heftig. Ist das jetzt heftig? Verbrauch der Bedürfnisse sogar gestiegen, statt mehr Geld wie sonst. Heftig. Heftig. Und da müssen wir jetzt automatisch, da müssen wir jetzt alle mal durch. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. So, wir machen weiter. Davon lassen wir uns nicht schrecken. Was ist das? Also, aber jetzt im Ernst, nicht, dass ihr mir die nächsten 30 Minuten immer einen vorwimmert und wegen WB. Du hast kaum noch Geld, pass wieder auf, deine Zahlen sind dunkelrot, was machst du da? Weil dann müsste ich euch jedes Mal ganz schnell ablenken, indem ich euch zum Beispiel sage, Kinder, wollt ihr mitkommen zu einer kleinen Fahrt, damit ihr auf andere Gedanken kommt? Papa hat nicht das Geld für die Tickets, aber haut sie trotzdem raus. Dann würde ich mit euch immer und immer wieder solche Fahrten durchführen, damit ihr nicht nervös werdet. Jetzt aber ein bisschen weitermachen. Wir haben mittlerweile für etliche neue Güter gesorgt. Wir haben Lederstiefel, prima. Melonen, auch prima. Haben wir alles heute hinbekommen. Hibiskus-Tee, Lederstiefel und Melonen. Drei Bedürfnisse, die die Zufriedenheit der Gelehrten steigern, haben wir ihnen heute verschafft. Wir waren, auch wenn es nicht danach aussah, produktiv. Auch wenn ich viel geschwatzt habe, wir haben es hinbekommen. Wir könnten ihn noch Wandteppiche bringen, da wäre ich aber zurückhaltend. Die müssen nicht perfekt zufrieden sein. Zufriedenheit beeinflusst bei den Gelehrten das Tempo, mit dem die über Zeit Forschungspunkte generieren. Das kann uns relativ wumpe sein. Wir spielen ja kein Multiplayer-Match, wir haben es nicht eilig. Ob die gleiche Anzahl von Gelehrten jetzt mehr oder weniger Forschungspunkte pro Minute produzieren. Wir haben die jetzt trotzdem zufriedener gestimmt, aber richtig Sorgen machen müssen wir uns nicht. Jetzt schauen wir aber auf was anderes. Wenn wir ihnen jetzt Meeresfrüchte-Eintopf verschaffen, dann würden in der gleichen Anzahl von Häusern mehr Menschen leben. Also bis zu 120 können da reinkommen, 66 sind es und springen wir ihren Meeresfrüchte-Eintopf, ziehen mehr Leute ein. Was wir als Alternative jederzeit machen können, wir können auch mehr Gebäude hinsetzen. Wir haben schon genug Pausen, Blaupausen dafür freigeschaltet. 25 Gelehrtenhäuser können wir im Augenblick bauen. Das wäre können wir augenblicklich machen. Das wäre quasi ein weiteres Stadtviertel. Das können wir auch hinmachen. Wir können auch beides machen. Wünscht euch was. Weiter Gelehrtenhäuser hinsetzen oder für Meeresfrüchte-Eintopf sorgen. Nächstes Bedürfnis wäre Telefone. Das kommt viel später. Das letzte Bedürfnis wäre dann ein Funkturm. Wir können ja mal gucken, ob wir eine große Menge an Meeresfrüchte-Eintopf im Augenblick in Afrika schon produzieren, die wir nicht brauchen. Ob wir eine Überproduktion haben. Wo sind die denn? Hier, knappe Überproduktion. Nur ein bisschen. Dann machen wir das erstmal so, wir setzen erstmal 5 Gelehrtenhäuser hin und dann danach gehen wir an die Meeresfrüchte ran. Und bei den Forschungspunkten füllt es sich auch wieder allmählich. Wer weiß, wohin der Weg dich führt. Ja, eine Wimmelbildaufgabe. Will machen. Bin jederzeit bereit, mich gnadenlos ablenken zu lassen von Bente. Bente ist die Beste.
Zwei schwarze Bären und zwei Wölfe müssen wir finden. Auf dieser Insel, auf Trudiborg. Nicht auf Benteburg, sondern auf Trudiborg. Mal schauen, ob ich die entdecke. Einmal. Ja. Einmal eingesammelt und zweimal. Und dreimal. Und na, wo ist Nummer 4? Hallo? Ah, da unten. Gleich 2. Ich kann mich nur bedanken. Gerne geschehen. Geld bekommen wir außerdem, da brauchen wir auch dringend. Wir sind so dick in den Miesen ohne diese wimmelwilde Aufgabe. Und die 26.000 Ocken, die wir gerade bekommen haben, wir werden wahrscheinlich gleich pleite. Deshalb habe ich das auch gemacht. Nicht um Bent ein Vergnügen zu machen oder weil ich gerne als erwachsener Mensch, der Rente sich nähert, kleine Kinderaufgaben gerne erfüllen würde, sondern deshalb, weil wir kurz vor der Pleite sind. Ihr seht oben die roten Zahlen, die bedeuten ja, wir sind unmittelbar vor der Pleite. Es droht größte Gefahr. Deshalb dürfen wir uns auch nicht weiterschwätzen oder in Ruhe dabei Getränke zu uns führen. Wir müssen konzentriert und ohne Pausen weiterspielen. Immer weitermachen. Und wir dürfen uns auch nicht ablenken lassen. Apropos, habe ich euch schon mal erzählt, wer das Ablenken erfunden hatte? Habe ich euch das schon mal erzählt, woher der Begriff Ablenken kommt in Deutschland? Wahre Geschichte, Gottfried Daimler. Ja, im Ernst. Der von Daimler-Benz. Ist wirklich so. Der hat den Begriff Ablenken erfunden. Der kam deshalb, weil der bei den Fahrten mit seiner Frau, den Probefahrten für seine Daimler-Benz-Motive, Automobile, die konnten sich oft nicht einigen, wer am Steuer sitzen darf und wer Beifahrer oder Beifahrerin sein muss. Und deshalb haben die sich immer gegenseitig irgendwie so was gesagt wie, ach, guck mal da vorne. Und dann schnell weggeschubst und an Steuer gesetzt, damit man lenken darf. Daher kommt der Begriff Ablenken. Also aus diesen kleinen Kabeleien des Ehepaars Daimler. Wahre Geschichte, daher kommt das. Wie kam ich da gerade drauf? Gemeinsam sind wir so viel stärker. Weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendwie, ich glaube, ich habe mich gerade selber abgelenkt mit irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Ich glaube, wir haben gerade darüber geredet. Oh Gott, wir haben darüber geredet, dass wir keine Zeit verlieren dürfen und total konzentriert weiterspielen müssen, weil wir kurz vor der Pleite sind. Worum ging es gerade? Meeresfrüchte und Gelehrtenhäuser. Genau, einmal Gelehrtenhäuser. Schnell wieder rüber. Boah, das war knapp. Reparaturen, brüllt der Chat. Du musst was reparieren, WB. Ja. Wisst ihr, wo der Begriff reparieren herkommt? Nein, ich wollte euch nur erschrecken. Es war ein ganz schlechter Scherz. Ich bitte förmlich um Entschuldigung. Damit sollte man keine Scherze treiben. Ich weiß ja, wie sehr ihr Powergaming liebt. Und dass ihr deshalb bei mir hier seid. Aber immer so konzentriert und flink durchspielen, ja. Entschuldigt. Ganz schlechter Scherz. Ganz, ganz schlechter Scherz. Dinge aufbauen. Oh Gott, dass hier alles kaputt geht. Noch mehr Sachen kaputt. Ich baue wahrscheinlich zu viele Feuerwehren. Ich glaube, wenn man zu viele Feuerwehren baut, dann brennt es eher. Warum? Weil es ein schlechtes Omen ist. Wenn ihr in eine fremde Stadt geht und da seht ihr viele Polizeiwachen, dann denkt ihr euch auch, oh, die müssen ein Kriminalitätsproblem haben. Dann greift ihr zum Portemonnaie und drückt es enger an eure Brust. Und so ähnlich ist es auch bei der Feuerwehr. Und wenn man viele Feuerwehren hat, brennt es eher. Ja? So wie man viele Krankenhäuser hat, dann werden die Leute auch eher krank. Ja, wenn man viele Ablenkungen hat bei einem Stream, dann lässt man sich auch eher ablenken. So funktioniert das. Wo war ich gerade stehen geblieben? Wo waren wir denn gerade? Wir wollten irgendwas machen. Ah, Geld! Wir brauchen Geld! Wir brauchen ganz dringend Geld! Ich muss neue Geldquellen akquirieren. Geld, ganz, ganz schnell. Wie kommen wir an Geld ran? Wir müssen Gummi geben. Ganz viel Geld, ganz, ganz schnell. Ich rase mal rüber nach Crown Falls. Gott, das Spiel ist so hektisch hier. Also heute ist es echt anstrengend. Danke an Wolf fürs dritte Abo. Liebe Grüße an Wolf. Guten Abend auch an dich, Wolf. Ja. Ein Prost auf dich.
Ja. Worum ging's gerade nochmal? Hallo Wolf. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir wollten einen Topf kochen. Meinte, wie das sind die? Bedürfnisse abfüllen. Schreibt Tante Mimi. Einen schönen Abend wünschen, Hightech. Alles klar. Also, wir brauchen entweder Meeresfrüchte, Eintöpfe und oder... Oh, komm, wir gehen den komplizierten Weg. Wir suchen erstmal mehr Meeresfrüchte, Eintöpfe. Vorher hauen wir mal die Forschungspunkte raus, damit die nicht verschenkt werden. Hier nochmal ein neues Häuschen. Oder wir können nochmal ein paar Items herstellen. Wir können gucken, ob wir andere coole Items finden, Leute. Strom-Items hatten wir ja eben geguckt. Erinnert ihr euch? Die beiden haben wir danach neu bekommen. Mhm. Die sind relativ billig. Und das könnten wir kombinieren damit. Stellt euch vor, eine Handelskammer. Ah ne, einmal Strom reicht ja. Ach, das sind nur Varianten davon, die sind eigentlich überflüssig. Das hier brachte den Strom für Quarzgruben, Zementminen, Ziegelhallen, Betonwerke, Schnapsbrennereien, Brauereien. Das fand ich eigentlich noch ziemlich cool. Davon können wir ein paar herstellen. Da können wir nämlich die Schnapsbrennereien und die Brauereien auslagern von den Plätzen, wo die im Augenblick direkt an einem Gaskraftwerk stehen und Platz wegnehmen für die dicken Fabriken. Das fände ich eigentlich eine coole Idee. Machen wir gleich mal drei von. Ja? Dann identifizieren wir noch ein paar Geschichten hier. Beziehungsweise wir entdecken die. Nachher wird identifiziert. Oh! Zwei legendäre. Alle Produktionsgebäude brennen nicht so schnell. Bei uns brennt es sowieso im Ernst. Was ist denn das für ein überflüssiges Item? Haben wir ein Problem mit Bränden, Leute? Wir haben überall Feuerwehren hingesetzt. Eisenglasgerüst. Es brennt seltener. Habt ihr das Gefühl, bei unserer Partie brauchen wir ein Item, das es weniger brennt? Hand aufs Herz. Ehrliche Antwort im Chat. Ich will nicht, dass ihr mir noch im Mund redet. Habt ihr den Eindruck, wir brauchen ein Item, das verhindert, dass es bei uns so oft brennt? Andrea schreibt ja. Schmeißt ihn aus dem Chat raus. Nein, im Ernst. Also jetzt mal im Ernst, Andreas. Jetzt mal wirklich. Nicht flunkern. Brauchen wir ein Item, das verhindert, dass es brennt? Andreas, bleib mal bei der Wahrheit, bitte. Auf jeden Fall. Ja, ja. Wir brauchen eher ein Item, das automatisch löscht, schreibt Albert Einhorn. Ihr seid echt Pflege, Leute. Ich bin beleidigt. Ich mache ab jetzt ohne Kamera weiter. So, also das will ich schon mal nicht. Das bringt mehr Hopfenplantagen. Das hier vorne bringt Handwerkerhäuser und Ingenieurshäuser zufriedener. Tribunal des Volkes. Aufstandsgefahr sinkt. Was sind das hier Schönes? Bechamelbirne. Kann man das essen? Nein. Alle Eisen und Schmieden sind produktiver und brauchen weniger Arbeitskräfte. Ein riesiger Geldbeutel. Ach, das ist nur so eine kurzfristige Geschichte. Mehr Produktivität für verschiedene Fabriken. Mehr Attraktivität für Schulen, Kirchen und Kapellen. Brauchen wir alles eigentlich nicht unbedingt. Kraftwerke brauchen weniger Arbeitskräfte. Es brennt nicht und die gehen nicht in die Luft. Wohnhäuser haben immer ein Varieté und sind zufriedener. Talg entsteht, Gratis-Talg in Metzgereien. Das könnte man koppeln mit dem Item, das den Metzgereien Strom bringt zum Beispiel. Gartenbauer Hermann. Oh, das finde ich cool. Mehr Produktivität und weniger Module für die Plantagen der neuen Welt. Das finde ich eigentlich ganz praktisch.
Da haben wir oft Platzprobleme und das ist in Enbesa extra Einkommen und weniger Trockenfleisch. Das nimmt auch viel Platz weg. Ich finde beide eigentlich cool, wenn wir nehmen das hier mal. Und jetzt ist schon gar nichts mehr da. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. So. Meeresfrüchte-Eintopf. Oder hier alles ausbauen. Wir können beides machen. Wir fangen mal an mit dem... Ne, ich habe tatsächlich mehr Lust, gerade hier ein paar Häuser noch einzusetzen. Wir machen hier ein großzügiges weiteres Viertel noch hin. Die brauchen die Uni, die brauchen den Strom. Wir machen hier noch ein paar Viertel hin. Wir haben nämlich schon so viel in Afrika, waren wir heute schon unterwegs. Hier rauf eine Verlängerung. Und ich könnte mir sogar vorstellen, damit das nicht so einförmig wirkt, dass wir jetzt ein komplett neues Viertel machen und das anders gestalten. Ja, natürlich, wir haben doch den neuen Kosmetik-DLC frisch erschienen mit diesen Jahreszeiten-Items. Wir machen ein komplett neues Viertel nur und gestalten das kulturell und von Vegetations- und Ausschmückungsgebäuden mit dem neuen DLC aus. Das ist eine coole Idee, da habe ich Bock drauf. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Da gehen wir hier rein und ziehen das hier auf. Das ist der Strom für das ganze Viertel. Die Uni muss auch weit reichen. Wir ziehen mal eine Straße durch und gucken mal, wie weit die Uni reicht. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen. Uni reicht bis hier unten. Ich würde gerne einen Kanal legen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ein Kanal hier links lang bis zur Uni. Dann hier durch. Oh, ich habe eine tolle Idee. WB hat eine Idee. Ich probiere was aus und ihr müsst mir sagen, ob euch das gefällt. Wir probieren was aus, genau. Hier runter. Jetzt holen wir uns einen Kanal. Das sind Ulmen. Die dürfen sogar bleiben. Dann holen wir uns die Kanalgeschichte. Kanäle gab's. Oh Gott, wo gab's denn die Kanäle? Wisst ihr das noch? Wodurch die Kanäle eingeführt worden sind. Durch die Fußgängerzonen, glaube ich, ne? Ja. Kanalbrücken, das sind die Kanäle. Mhm. Ja. Einmal hier durch. Sie hochleben. Zu Recht. Meiner Meinung nach. Absolut zu Recht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde zu Recht. Schauen es. Vielen Dank fürs Zweite.
und an Felix nochmal danke fürs vierte. Nee, fürs erste, ne? Erstes Abo, herzlich willkommen hier an Felix. Felix Umschauendes, vielen Dank. Wolf, danke fürs dritte. Schönen guten Abend auch an dich. Und vielleicht können wir dazwischen... Das probieren wir gleich aus. Jetzt machen wir erstmal diese Sache hier. Sind hier schon Bänke integriert? Ja. Schöne kleine Dinge. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Im Abwechselnd mit denen hier. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. So, dazwischen, jetzt brauchen wir noch ein paar Lampen. Eine Lampe war hier, eine Lampe stellen wir neben die Uni. Hier kommt eine Lampe hin, und da kommt eine Lampe hin. Da gucken wir nachher weiter. Jetzt kommen die Beete. Mal auf die andere Seite machen, in der Ulmenplantage. Hier können wir eigentlich das hier verlängern und nach unten hindurch machen. Nee, wir riegeln wirklich Stadthalle ab. Hier geht eine Straße allerdings durch. So. Die Menschen lassen sie hochleben. Zu Recht, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde persönlich eigentlich zu Recht. Ein Öhrchen. Pardon, eine Lampe hier vorne hin. Und jetzt können die nächsten gelehrten Häuser setzen. Soll man nicht in die Mitte noch irgendwie... Das sind ja die Kanäle. Wir können entweder das hier rauf und einen Riesenkanal hinsetzen. Oder vielleicht haben wir ja Platz. Vielleicht bekommen wir es hier hin. Ein Bassin. Mephistokles. Entweder ein Bassin. Einfach als Verlängerung der Kanäle. Nee, wir haben doch die Kanalbrücken. Hatten wir die... Die hatten wir ja hier vorne beim Palast genutzt. Oh ja, schaut euch das an. Da sah das doch schon klasse aus. Wow. Oh, ist das hübsch gewesen. Aber zweimal das Gleiche ist langweilig, ne?
Nee, das gucken wir uns lieber. Das sah toll aus, aber ich zeig's euch mal. Wir schwelgen meine Erinnerungen, wie wir das gebaut hatten, ja. Ist uns das gut hingelungen damals? Haben wir das gut hinbekommen? Ja, nein, ganz schnell. Haben wir das damals schön hinbekommen? Ist das immer noch ein Augenschmaus? Ja, nein. Ganz schnell im Chat. Ja oder nein? Augenschmaus, ja, nein. Vorne noch Essbuden. Ja, nein? Ja? Andi meint ja. Nein, mein Friendly Ghost Wolf. Ja, mein Tippmann. Das ist lieb, Tippmann. Na, okay. Ja, okay. Aber die meisten meinen, es ist eher okay. Geht besser, geht immer. Zu viel Beton. Ist das die Cloaca Maxima? Nein. Da darf man nicht reinmachen. Okay. Einmal rüber wieder auf die andere Seite. Ah, wir haben doch dieses, diese touristische Attraktion, dieses Riesenbassin, das haben wir doch auch noch. Und nachher nehmen wir noch den neuen Kosmetik-DLC. Wo war der denn? Wo gab's denn noch mal? War das bei Tourismus? Ich glaube ja, ne? Das sind die neuen saisonalen Ornamente, die probieren wir gleich aus, die sind alle neu. Auf die freue ich mich schon. Die sind durch den letzten Kosmetik-DLC dazu gekommen. Markt. Wir können auch ein Einkaufszentrum denen bauen. Ja. Wir bauen denn ein Einkaufszentrum voller Markthallen und Co. Genau in die Mitte. Dann müssen nicht bis in die Stadt reinrennen. Das ist eine coole Idee. Oh ja. Neben die Uni... und das Kraftwerk. Genau das machen wir. Ah, was sind das? Ein Pavillon. Drinnen im Pavillon? Menschen. Menschen, die sich da hinstellen und gucken, ne? Hm. Toilettenhäuschen auf jeden Fall. Gehwege. Fußgängerzoneneingänge. Einen hier. Auch wenn man so fließende Übergänge. Man kann so übertreiben. Das sind die Gehwege hier. Wie sehen die aus? Ja, kann man machen. Geht auch. Mhm. Zu viele Gehwege? Ich finde eigentlich nicht. Und hier noch Bäumchen hin. Hm.
noch eine Lampe, bitte. Oder eine Uhr. Uhren gehen auch. Eine Lampe hier hin. Da ist eine Lampe. Da ist eine Lampe, eine Uhr. Es gibt auch Uhren im Spiel. Litfaßsäulen gehen auch. Gute Idee. Danke an Melanie, verschenkt ein Abo. An GS Mehrend, der mich ebenso freundlich auch begrüßt hat. Ich habe es leider nicht. Ich bin nicht drauf eingegangen, weil ich gerade am Puzzeln war. Hi GS Mehrend. Und danke an Tante Mimi, die ein bisschen höflicher als ich war. Ja, die können ihr Studentenfutter dann vor Ort kaufen, Bruder. Dafür ist es gedacht, ganz genau. Ein Zoo mit Erdmännchengehege geht auch, Dschungelschleichix. Das ist ja Studentenfutter. Ach, wie freundlich. Hör mal, wir können es gern duzen, GS Mernd. Ich, im Ernst, will mir auch sehr, sehr viel lieber als umgekehrt. So, was packen wir hier noch hin? Ach so, ich wollte eine Uhr finden. Irgendeine große Standuhr, die den Leuten die Zeit anzeigt. Und eine Litfaßsäule. Hieß es auch, das sind die Litfaßsäulen. Eine Holic Litfaßsäule, Land der Löwen Werbefahne. Eine Litfaßsäule. Hierhin? Eine dahin. Wo sind die Uhren? Butterking, danke fürs Dritte. Hi Butterking. Wo sind die Uhren? Wir haben doch so große Standuhren. Wo waren die nochmal? Waren die beim Jahrmarkt? Nee. Waren die beim Weihnachten? Nee. Waren die bei Lichter der Stadt? Da sind die Standuhren, glaube ich. Telefonzellen? Stell da eine Straßenuhr. Ja. Oder eine öffentliche Uhr. Was ist denn schicker? Wir schauen uns mal eine stellerne Straßenuhr an. Die sieht so aus. Und so sieht eine öffentliche Uhr aus. Und jetzt vergleichen wir die mal. Was schicker ist. Was findet ihr besser? Rechts oder links? Also ich habe eine klare Meinung. Schreibt mal rein, rechts oder Black Panther. Vielen Dank. Was findet ihr besser, rechts oder links? Also nicht politisch. Jetzt hier, bei den Uhren, rechts oder links. Bitte mal kurz schreiben.